So, Freunde, Pumping Erchan, heute ist ein Samstag. Ich werde jetzt nach einem PT ein bisschen einkaufen und euch zeigen, was ich eingekauft habe und für was ich das alles einkaufe. Und so sieht meine Straße aus, wo ich mein Studio betreibe. Ich liebe diese Gegend, weil das so ein Wohngebiet ist, wo sehr wenig gewerbliche Räume sind, also eher ein Wohngebiet wie allen alten Stadtteilen. Die hätten ja gleich einen Bodybuilder machen können, die Graffiti-Typen. Aber nein, die müssen irgendwelche Figuren dahin machen. Sonst wäre es auch nicht so schlimm. So, Freunde, einmal die Woche kaufe ich Lachs. Beim griechischen Fischhändler bei mir um die Ecke. Wenn ich Lachs esse, dann möchte ich, dass es auch frisch ist. Das ist so ein Großhandel mit allen griechischen Feinkostsachen. Und natürlich hier in Kühlung ist unser Lachs. Okay. Das ist 4,2 Kilo. Ich werde die nächsten zwei Tage wahrscheinlich nur Lachs essen als Proteinquelle. Und dazu natürlich kohlenhydratearme Sachen zubereiten, weil wenn man Lachs isst, sollte man nicht so viel Kohlenhydrate essen, weil der Lachs wirklich ziemlich fettig ist. Ist kein Wildlachs, sondern das ist normaler Lachs. Wildlachs schmeckt mir nicht. Ich stehe ein bisschen auf Geschmacksträger und das ist mit Omega-3-Fettsäure. Also macht man nichts falsch, einmal die Woche fettigen Lachs zu essen. Was ich gekauft habe, Eier, esse ich auch gerne die Hähnchenbrust. Hat hier 20 Gramm Protein, glaube ich, ohne hinzuschauen. Und nur 1-2 Gramm Fett, das ist nichts. Frischkäse darf sowieso nicht fehlen. Essig, wenn ihr Salat machen wollt, hat fast keine Kalorien. Also kaum Haferflocken. Ich finde die Kölner Haferflocken am besten. Tomaten und Haferflocken. Wochenende, habe ich ja vorhin schon gesagt, kommt immer Lachs. Der ist circa 4,2 Kilo. Aber weil Kreten drin sind, kann man so netto 2 Kilo rechnen. Jetzt werde ich ihn zuschneiden und zeige euch, wie wir dann aufbewahren können und wie wir auch dann im Ofen einen Lachs zubereiten können. Simpel, ohne Max kann ich genauso kochen wie mit Max. So, Freunde, ich habe Lachs jetzt zurechtgeschnitten, werde jetzt circa 2 Kilo vorbereiten. Habe dazu Kartoffeln gemacht. Kartoffeln habe ich auch daneben gelegt. Bisschen mit Salz und süße Paprika gewürzt. Lachs habe ich nicht gewürzt, weil ich Lachs nach Lachs schmecken möchte. Und jetzt schiebe ich ungefähr für 50 Minuten in den Ofen rein. Bei 200 Grad. Ich zeige euch dann, wie dann am Schluss oder nachdem wir gebacken, gegrillt haben, aussieht. Wir haben Besuch. Die Sophie ist da. Machst du einen Vlog? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte, was ist los? Der Basi nimmt alles, was da ist. Snappt fleißig. Meine Praktikantin Leonie, Patrick, Emina aus Hamburg. Die Sabina aus Tirol, Sophia aus Rosenheim, Basi aus München. So, Freunde, mein Essen ist fertig. Wir haben auch einen Gast hier, Sophia. Was machst du denn da feines, Erchan? Weißt du überhaupt, was ich gemacht habe? Nein. Bisschen gerochen hast du, oder? Ich bin gerade eben erst gekommen aus Rosenheim und ich bin jetzt ganz gespannt. Dann pack mal das bitte raus, vom Ofen raus. Genau. Ja. Ach du meine Güte. Du magst doch auch Lachs, oder? Dein weltberühmter Lachs mit Kartoffeln, du spinnst doch. Schaffst du? Ich hoffe, oh Gott, das ist schwer. Hast du noch ein Handtuch? Ja. Da. Was trainiere ich eigentlich? Wow. Ist das krass. Die sehen ja perfekt aus. So, Freunde, ihr habt es gemerkt, dass die Sophie mit der einen Hand nicht rausholen konnte. Ist es so ist schwer. In der Tat, die sind 2 Kilo Lachs, Sophie, und dazu noch circa 1 Kilo Kartoffeln.
die ich über dem Tag verteilt essen werde. Auch die 2 Kilo Lachs? Auf jeden Fall, da sind Knochen drin, also Kreten sind drin. Das zählt nicht. Ich denke so 1,2 Kilo reiner Lachs mit heftigen Fettanteil. Das mache ich einmal im Monat circa und kann jeder auch machen. Es ist 4 Uhr und wir haben einen Gast aus Österreich, Tirol. Das ist die Sabine. Hallo. Sabine, wie bist du an uns herangetreten? Also ich habe eine längere Vorgeschichte. Und zwar war ich eigentlich jetzt 10 Jahre lang schwer magersüchtig. Mit 18 Jahren habe ich 33 Kilo gewogen. Also wirklich gar nichts. So die Krankheit, die gibt einem irgendwo Halt, Sicherheit, es ist was Gewohntes. Für mich war es immer so eine Art Flucht. Ich konnte damit immer vor allem fliehen, wenn etwas unangenehm wurde. Bis ich dann aber erkannt habe, das ist keine Lösung. Es schafft nur weitere Probleme, eventuell sogar den Tod. Und irgendwann habe ich eben erkannt, so kann es nicht weitergehen. Klinik, träge fühlen, schlapp sein, organische Probleme, Knochen wie jemand mit 80 Jahren, keine Kraft. Und habe dann Unmengen Therapien hinter mich gebracht, aber es hat irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Bis im Dezember 2015 ich dann angefangen habe, deine Videos zu verfolgen, war das so motiviert, dass ich gesagt habe, ich will das auch. Dann habe ich versucht, Krafttraining zu machen und bin kläglich gescheitert mit einem Gewicht von 37 Kilo, glaube ich. Das war übelst. Und habe dann angefangen, einfach mal gar nicht clean zu essen, sondern zu essen und zuzunehmen. Und bin eben durch deine Videos auch auf deinen Channel gestoßen und habe euch zwei dann wirklich ja, täglich verfolgt. Egal auf welchen Medien jetzt, sei es Snapchat, YouTube oder Instagram, Facebook, überall. Und ihr habt mich einfach motiviert. Ich habe dann wirklich Gas gegeben, bis ich im Mai circa ein Gewicht hatte, wo ich sagen konnte, ja, jetzt habe ich die Kraft. Und da habe ich dann angefangen mit dem Krafttraining, habe eure Channels verfolgt, damit ich auch die Ausführungen ordentlich mache, bin dann auch auf clean Ernährung umgestiegen und habe somit dann weiterhin zugenommen und habe es jetzt auf 12 Kilo mehr geschafft, nur mit eurer Hilfe eigentlich, aus der Ferne. Und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich das aber so richtig machen und habe mich dann irgendwann endlich dazu überwunden, dich anzuschreiben, Arjan. Und leider irgendwo viel zu spät. Also ich bereue, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Bei mir war es ja auch so ein Unwohlsein im eigenen Körper, aber eher in die andere Richtung. Also ich habe eher halt immer meine Emotionen, meine Flucht war halt das Essen. Das heißt, ich habe immer zu Essen gegriffen, damit ich halt sozusagen da mit meinen Emotionen besser umgehen kann. Und es ist letzten Endes, strebt man zu irgendwas hin, also wo man sich selbst eben verwirklichen möchte. Man möchte sich wohl und glücklich fühlen und was wird dann meistens immer schlimmer und immer, man blendet alles aus und ist so verkrampft dann auch irgendwann, dass man dann den Körper so an sich nicht sozusagen primär verletzen möchte, aber er steht außen vor. Also man achtet da nicht mehr drauf. Aber ich finde es super, dass du das selbst so angepackt hast. Und bei mir war auch irgendwann ein Schlussstrich, wo ich gesagt habe, nee, ich muss etwas dagegen aktiv tun. Ich kann nicht auf den Heiligen Geist warten, der in mich fährt und der alles übernimmt. Sondern man muss da wirklich Handlung machen, also genau. Action. Ja, ich denke, dass einige auch wollen werden. Vielleicht können die nicht, aber Leute, glaubt an euch, wie wir an uns glauben. Wir glaubt mir, dass nicht jeden Tag bei uns auch nicht alles 100% läuft. Wir freuen uns aber, diese guten Tage überwiegen zu lassen gegenüber schlechten Tagen. Jeder wird in seinem Leben auch schlechte Tage haben. Das ist auch total legitim. Man muss irgendwann aber das in gute umwandeln und dann funktioniert das auch. Jeder denkt, dass wir echt hinter Millionen sind. Nein, wir sind hinter solche Geschichten her. Das trifft uns jedes Mal. Ich habe Gänsehaut bekommen jetzt, wo sie gesagt hat, dass sie eben 11 Kilo, oder? 12. 12 Kilo zugenommen hat. Und wenn sie Dezember angefangen hat und Mai hat sie dann doch Krafttraining begonnen. Das sind gerade 6 Monate und das ist schon im Verhältnis zu 10 Jahren 6 Monate gar nichts. Also das ist fantastisch. Wie fühlst du dich jetzt? Also ich kann es nur jedem empfehlen, das auch so zu machen. Ich fühle mich wahnsinnig gut. Also wir versuchen wirklich das Beste rauszugeben, mit Fehler, aber so ist es halt. Okay, wir sehen uns nachher oben, ein bisschen im Training und dann ist das Video auch geschehen.
So, Freunde, wir machen mit der Sophie heute Brust und werden dann 2-3 Übungen noch Trizeps machen und Bauch natürlich. Das war Training. Vielleicht begleite ich noch euch ein bisschen mein Abendessen oder was ich noch danach mache. Ansonsten werden wir mit der Sophie noch 2 Übungen Bauch machen. Und dann ist Training, also Pflicht, auch erfüllt am Samstag. Und dann kommt wenig Vergnügen. Was machst du noch, Sophie? Du musst noch arbeiten mit den Sinn? Nein, bei dir ist es super, chillen. Okay, chillen, essen, lachen und das Leben genießen. Denk dran. So sieht das Wochenende aus. Genau, das Wichtigste ist, dass man gesund durchs Leben geht. Alles andere sind Sachen, die Leben noch verschönern können. So, Freunde, ich schließe meinen Tag ab. Es ist ja Samstag, wie ich gesagt habe. Gerade spielt Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin auch Fußballfan, wie ihr wisst, weil ich selber gespielt habe. Und so sieht dann im Studio aus. Ich glaube, ich habe das noch nie gezeigt. Den Starterfilmpreis für den Dokumentarfilm Pumping Erçan haben wir gewonnen. Und Christian Ude hat sogar unterzeichnet. Schon einiges her. Wer ist das? Christian Ude ist Oberbürgermeister von München gewesen. Das ist der Erçan an der Wand. Und so sieht es unten aus. Nochmal für die, die im Studio keinen Einblick hatten. Das ist der Basilius. Könnt ihr auf Snapchat folgen. Hat lustige Snaps. Das ist die Sabine aus Tirol, wo ihre Geschichte mich sehr, sehr berührt haben. Berührt hat. So sieht hinter der Bar aus. Das ist unsere berühmte Küche, wo wir immer kochen. Ansonsten nächste Kamera. Und das ist mein erster Trainer, Gabriel Wild, mehrfacher deutscher Meister. Oben sind Freunde. Hakan, den ich mal vorbereitet habe. Der Ronny, Powerlifter. Alexander Schmidt, die mal Bikini, damals war Figurklasse, gewonnen hat. Mein Freund Horst Wetterau, Jay Cutler, daneben gleich der Posingskünstler Thomas Scheu, meine Juniorenjahre. André Pascal, über den wir auf sein Video uns amüsiert haben. Ich mit
19 die Beine, aus Fett herauf. Und ich wollte eigentlich euch mein Essen zeigen. Das sind ungefähr 600 Gramm Lachs, aber mit Knochen, also mit Kreten. Dann 250 Gramm Kartoffeln, bisschen Salat. Salat habe ich nur mit Essig zubereitet. Essig ist in der Tat gut, wenn ihr fettig isst, dass die Verdauung viel besser und locker geht. Ich persönlich benutze schon oft Essig und so viel ich will eigentlich, weil ja Essig nichts drin ist. Somit ist der Samstag abgeschlossen. Wenn euch gefallen hat, dass ich mal einen Tag lang euch mitnehme, was ich so mache und wie mein Tagesablauf ist, dann schreibt es unten an die Kommentare. Ich werde dann nächste Zeit vielleicht mehrere solche Videos aufnehmen, wo ich trainiere, esse, koche und meine Freizeit gestalte. Euer Pumping Erçan, ein Daumen hoch wäre gut. Abonniert weiterhin meinen Kanal, ist ja kostenlos für mehr Informationen. Ansonsten auf Instagram, Snapchat und Facebook bin ich immer auch vorhanden für jeden Tag Motivation über Ernährung, über Training. Ansonsten danke, Freunde, schönen Abend, gute Zeit.